Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprungs der Nachmöglichkeit, wöchentlichen Podcast hier auf www.gregs-rpgheaven.de. Ihr habt es höchstwahrscheinlich schon in der Videobeschreibung oder alternativ in der MP3-Audiobeschreibung bei iTunes gelesen, je nachdem, ob ihr diesen Podcast seht oder euch anhört. Mein Thema heute, über das ich quatschen will, lautet Junkfood. Und Junkfood ist da mehr im erweiterten Sinne der Startpunkt, um da allgemein ein wenig über Fastfood, über Süßigkeiten und auch Ernährung allgemein ein wenig drüber zu quatschen. Ich hatte vor einiger Zeit mal einen Podcast, einen Gedankensprung gemacht zum Thema Laufen, zum Thema Joggen, weil das eines der Dinge ist, die ich seit längerer Zeit sehr aktiv betreibe oder nach Möglichkeit versuche, so aktiv zu betreiben, wie es geht, seit 10 Jahren plus ungefähr. Und ich konnte das Laufen und speziell auch Sport und Leistungssport in Anführungsstrichen, weil ich mache das ja nicht professionell, sondern es ist ja mehr dann eine Hobbysache und dann für den eigenen Gesundheitszustand sozusagen. Um das durchzuführen. Ich habe das gemacht, weil ich hatte bis in meine 20er sozusagen rein viel mit Übergewicht damals zu kämpfen. Das hatte zweierlei Gründe. Der erste war, dass ich unter Asthma leide. Ich habe bronchiales Asthma, das bedeutet, dass wenn ich mich körperlich angestrengt habe, das ist zum Glück heutzutage dadurch, dass ich mehr Aktivsport mache, bei weitem nicht mehr so schlimm wie früher und dementsprechend auch nicht mehr wirklich so viele Medikamente brauche wie früher dafür. Aber man muss sich das eben vorstellen, als Kind, dann bin ich mal für 10 Minuten herumgetollt oder auf dem Spielplatz gewesen und habe Fußball gespielt und dann hat auf einmal die Lunge zugeschnürt. Und das bedeutet also, es ist nicht so, dass ich dann Anfälle bekommen habe und irgendwo im Krankenhaus gelandet bin, sondern es hat bedeutet, dass ich wirklich Probleme hatte mit dem Atmen, weil sich so irgendwie Schleim dann gebildet hat in der Lunge, den man nicht einfach so direkt abhusten kann, sondern man muss dann, also für mich gefühlt war es dann so irgendwie, jetzt ist es wieder da, ne? Und ich habe keine akuten Medikamente, die ich nehmen kann, die mir kurzzeitig dabei helfen. Also mittlerweile habe ich das hier irgendwo greifbar eigentlich? Mal sehen, ich dachte, ich hätte das hier irgendwo noch in der Nähe. Aber nee, mittlerweile so kleine Sprays, man kennt die ja wahrscheinlich, so Aerosols, wo man das dann kurz nehmen kann und die dann helfen beim Schleimlösen. Die gab es speziell bei mir in der Kindheit noch nicht, einfach so dann direkt verfügbar. Zumindest hat dann meine Lunge so zugeschnürt, dass ich dann auf einmal nur sehr schwer Luft dann bekommen habe und ich musste mich quasi dann mal für einen Tag verabschieden und mich irgendwo dann hinlegen oder irgendwo etwas machen, wo meine Lunge nicht viel beansprucht wird, dann einfach, weil ansonsten ich einfach nicht die Möglichkeit hatte, da vernünftig Luft dann wirklich zu bekommen. Das musste dann irgendwie dann wieder auskuriert werden. Und wenn man das dann damit zusammennimmt, was dann der andere Grund wäre, ich bin also in meiner Kindheit sozusagen viel bei meinen Großeltern gewesen, die ich hier noch in Hamburg gewohnt habe, weil meine Eltern viel gearbeitet haben. Und was die Großeltern natürlich machen, wenn das erste Enkelkind und so weiter ist, es wird natürlich verwöhnt und verhätschelt und es wird dann überhäuft mit Süßkram, mit Chips, mit Cola, mit Pommes, mit Burgern und so weiter. Alles, damit das Kind dann Spaß hat und Freude hat und sozusagen ihm auch kein Wunsch abgeschlagen wird und nicht richtig wirklich dann irgendein Verhältnis zur Ernährung dann aufgebaut wird. Und wenn man die beiden Faktoren zusammennimmt, dass ich quasi wirklich nur Junkfood zu essen bekommen habe, plus dass ich bei der kleinsten Ernährung sofort das Problem oder das Gefühl hatte, okay, das war's jetzt für mich. Ich muss jetzt irgendwo mal gucken, sonst glaube ich, erlebe ich den nächsten oder übernächsten Tag dann dort nicht mehr. Das hat dazu geführt eben, dass ich wirklich für lange Zeit mindestens so 10, 20 plus Kilo dann übergewicht da. Manchmal ist es sogar ein bisschen mehr geworden später hinaus, aber ich glaube, da habe ich auch schon relativ ausführlich im Jogging-Podcast dann drüber gequatscht. Die Geschichte ist es eben nun, ich war quasi von Kindesbeinen dann geeicht auf Junkfood. Ne? Also mein Lieblingsessen ist es damals gewesen, ich habe das jetzt auch schon seit langer Zeit zwar nicht mehr gegessen, aber hätte ich tatsächlich nochmal Bock drauf, wenn das dann nochmal ist, aber ich glaube, die Chips stellen sie nicht mehr her. Ich habe gerne so eine Tüte Chips genommen, das waren solche Kartoffelchips, das waren jetzt nicht so Paprika-Chips, sondern die waren bei Aldi und die waren so, hatten so einen leicht nur kartoffeligen Geschmack und so weiter. Und die habe ich dann zerbröselt in der Tüte und dann in so eine kleine Schüssel gefüllt und da mal so ein bisschen Joghurt mit dazu gepackt. So ganz normalen 3,5%, glaube ich, so Vollmilchjoghurt oder sowas. Aber er musste ein bisschen sauer sein, weil das gab dem Ganzen dann die richtige Schärfe im Moment.
sonst jetzt auf einmal hört die Stimme dann auch auf, da mit zu sein, wenn man darüber erzählt. Ja, das hat irgendwie im Verbund zusammen mit den Chips dann so einen ganz speziellen Geschmack gegeben, den ich echt gern gemacht habe. Später habe ich auch mal, ach, da können wir noch mal ein bisschen so eine halbe Tafel Schokolade noch mal reintun, ein paar Mandeln noch dazu, damit es so ein bisschen knackiger ist und so weiter. Und das war zum Beispiel eine Sache, die ich sehr gern gegessen habe, ne? Weil das dann so ist, denke ich mal, ein Geschmack, an den man sich wohl erstmal gewöhnen muss, wenn man da nicht da ist. Aber jeder von uns hat ja so seine Angewohnheiten, dass man so komisches Zeug in Anführungsstrichen ist, wo man nur selbst den Geschmack wirklich dafür entwickelt. Aber das war so eine Sache, ich habe Hunger, jetzt werde ich wieder eine Schüssel Chips essen. Geil, ne? Aber natürlich hast du dann nicht nur die Chips, die dann schon recht viel Kalorien und Fett und alles drum und dran dann mit sich bringen, sondern auch wenn da nochmal Schokolade ist, der Joghurt selbst ist natürlich dann ganz okay, was man dann machen kann, aber auch die Mandeln, denn die sehr, sehr viel Kalorien hätten, wenn das dann nochmal dazu kommt. Auf einmal der ganze Tagesbedarf eines Kindes, das sowieso dann auch nach Möglichkeit nicht so oft dann rausgeht. Also irgendwann, ich habe es zwar, dann bin ich trotzdem mal einen Tag draußen spielen gegangen, ne, aber dann habe ich es trotzdem in Kauf genommen, dass ich dann flach liege. Nur an dem Tag, wo ich mich dann ausruhen musste, dann wurde dann wieder gegessen. Ne? Also hat sich es leider auch nicht wirklich dann immer so komplett ausgeglichen. Es ist nicht eben so, dass ich den ganzen Tag dann in der Bude gehockt und gefuttert habe, aber die Relation stand da nicht zueinander. Und natürlich auch, was so andere schnelle Geschichten dann fertig machen. Da haben die Großeltern dann mal einfach mal so schön Pommes gebraten, voll im Öl und so weiter. Und dann ist man dann nach Altona rausgegangen zu McDonald's hier, damit man dort ein bisschen was essen kann. Und das ist alles dann irgendwie so zusammengekommen, dass ich wirklich dann eigentlich gefühlt auch nur Junkfood dann zu mir genommen habe und natürlich das auch nicht wirklich dann irgendwie dann aufgefangen wurde, eben durch die körperliche Ertüchtigung. Zum Glück muss man sagen, was jetzt hier die Lungengeschichte und so weiter dort angeht, die Medikamente sind mit dem zunehmenden Alter von mir, wo ich größer geworden bin, zum Glück besser geworden, dass es eben diese Sprays und so weiter gab, dass ich dann relativ kurzfristig, wenn das mit der Lunge dann nochmal passiert ist, dass ich dann die Sprays nehmen kann und dann war ich wieder funktionsfähig direkt und konnte dann wieder Zeug machen und tun und so weiter. Aber da war in Anführungsstrichen dann auch schon der Schaden angerichtet, ne, durch das Essen, was dann dort passiert ist. Und es ist schwierig, wenn man wirklich nur daran gewöhnt ist, wenn man eben nicht dann ausgewogene Ernährung als Kind dann drauf bekommt. Das ist, glaube ich, eine Sache, wo Eltern dann auch ganz stark aufpassen müssen, weil ein Kind ist nicht nur in allen anderen Dingen so eindrucksfähig. Ne? Als Kind nimmt man ja eh alles auf und dann legt man fest sozusagen, ah, okay, ich lerne das und das und das und das und das. Und durch die Eindrücke formiert man sich ja erst als Mensch, wenn man nie vernünftig gelernt hat zu essen oder was bedeutet Hunger oder was bedeutet Nicht-Hunger. Na, dann ist es sehr schwer, aus diesem Kreis dort dann wieder rauszubekommen. Und gerade was so Junkfood angeht, und das ist ja auch dann im Namen mit drin, Junk ist Englisch für Müll, für Abfall. Es ist natürlich klar, es schmeckt. Ne? Darauf ist es ja auch dann geeicht. Da, so ist es gemacht, das Zeug, dass man so in einem kurzen Moment dann wirklich dann viel Geschmacksträger damit dabei hat. Die Chips sind gut gewürzt, ne? Sind dann gut dann im Fett gebraten als Geschmacksträger oder eben. Dann, wenn du dann im Fastfood-Tempel gewesen bist bei McDonald's, dann gab es damals, glaube ich, sogar noch die Pommes, die im tierischen Fett dann gebraten wurden. Das haben sie ja mittlerweile sogar im Pflanzenfett, was ein bisschen gesünder ist, aber zumindest nicht so enorm viel dafür gesorgt hat, dass viel dann auf den Hüften landet, als da. Wenn diese Sachen dann so zusammenkommen, dann ist es eben so, dass wenn du mal einen Geschmack dafür entwickelt hast, solche Sachen zu essen, dann hast du keinen Bock, dann irgendwie dich hinzusetzen und dann, ja, jetzt esse ich mal nur irgendwas Vegetarisches oder Brokkoli oder das. Nein, nein, es muss schon der Teller Spaghetti sein oder die vier Teller Spaghetti, wenn es dann dementsprechend passt. Und das war eine schwierige Sache, dort dann irgendwann rauszukommen, weil natürlich auch irgendwie der Effekt, wie so ein Pyramideneffekt sozusagen dann entsteht. Ne? Wenn du einmal schon dann mehr Gewicht auf den Rippen hast und darauf gewöhnt bist, dann Junkfood oder sowas zu essen, dann sagt der Körper, sobald du dann was gegessen hast, nee, ich bin jetzt noch nicht wirklich satt, ich könnte eigentlich noch so einen Burger essen. Ne? Und das ist das Problematische eigentlich, dadurch, dass dich viel von dem Junkfood, bei mir war es dann so, nicht wirklich mit einem Gefühl hinterlassen hat, jetzt bist du satt, jetzt ist es auch okay. Nein, das hat mir gerade so lecker geschmeckt und das hat so, dieses Gefühl würde ich gerne sofort replizieren. Komm, mehr, mehr, ach, komm, da passt doch noch mehr rein. Ne? Und da hat man teilweise auch wesentlich mehr gegessen, als man dann wirklich dann eigentlich vertragen konnte. Es ist nicht jetzt so, dass ich dann ins Kotzen oder sowas gekommen bin, aber dann,
ich habe so viel gegessen, oh, aber eigentlich könnte ich doch noch, weil eigentlich, obwohl der Körper eigentlich sagen müsste, nein, da passt nicht mehr rein. Ne? Das Hirn sagt trotzdem, hey, Junkfood, da sind die ganzen tollen Stoffe drin, die lecker sind und auch gerne von denen ich mehr haben würde, die dann Endorphine und was auch immer dort ausschütten. Und schon passiert das da. Ich fand diesen Dokumentarfilm, wie hieß er nochmal, von Morgan Spurlock, der bekannte Super Size Me, hieß er, der Dokumentarfilmer, der dann für 30 Tage, glaube ich, nichts anderes gemacht hat, als dann zu McDonald's gegangen ist, sich komplett davon ernährt hat und damals jedes Mal gesagt hat, wenn er gefragt wurde, da gab es ja diese Option, ich glaube, das hieß Maxi-Menü oder was auch immer dann hier in Europa, wenn du bei McDonald's was gekauft hast, für ein paar Cent mehr, für ein paar Pfennig mehr, damals konntest du dann eben dann statt den kleinen, die großen Pommes dazu haben und einen zweiten Burger oder eine große Cola und so weiter und so fort. Und es war das Super Size, wie man dann in Amerika dann gemacht hat, für ein bisschen Geld dann extra viel mehr an Essen zu bekommen. Das hat er für einen Monat gemacht und das hat dann gezeigt, dass er auf einmal wirklich nicht nur wesentlich mehr an Körperumfang dann zugenommen hat, sondern dass sein Gesundheitszustand dann auch dort wirklich angeschlagen wurde, dass er anfälliger dann gewesen ist für irgendwie so Stimmungsschwankungen, dass sein Hormonhaushalt nicht mehr so wirklich funktioniert, dass er nicht vernünftig konzentrieren konnte und auch, dass da möglicherweise selbst innerhalb dieser kurzen Zeit, dieser 30 Tage, die da passiert sind, schon potenzielle längerfristige Schäden dann entstanden sind von Sachen, die sich dann innerhalb im Körper dann absetzen. Da gibt es ja auch das Risiko, zum Beispiel, wenn man dann viel übergewichtig gewesen ist, dass sich sowas wie eine Fettleber dann entwickelt, ne? Weil dass die Leber dann sich dann quasi auch vollsaugt mit dem Fett, was drumherum gewesen ist. Da wissen wahrscheinlich die Doktoren besser als ich, aber das ist mir noch ein bisschen im Gedächtnis hängen geblieben, wo ich mal mit dem Arzt dann darüber gequatscht hat, dass dann die Funktionsfähigkeit der Leber dann einschränkt und einfach etwas ist, was dann dir sehr viel Probleme dann bereiten kann. Ganz zu schweigen von diversen anderen Sachen, die dann dazu kommen. Also was natürlich dann auch mit zusammenhängt eben, also ich habe von diesem Pyramideneffekt eben dann gesprochen, ne? Du isst mehr, weil du dann nicht die Gelegenheit hast, dich vernünftig zu bewegen. Du bewegst dich weniger, weil du gerade mehr gegessen hast und du sagst, ach scheiße, ich gehe jetzt nicht raus und mache Sport oder irgendwie sonst was oder jetzt bin ich frustriert, jetzt lass mich doch noch mal aufs Futtern. Ne? Das ist zumindest kurzfristig etwas. Und es ist eben sehr schwer, aus dieser Denke dort rauszukommen. Ich glaube, bei mir hat es auch eher funktioniert, weil ich mich langsam ein bisschen davon so abgenabt und sowas dort habe. Man kann tatsächlich, wie ich schon am Anfang ausgeführt habe, bei Essen kann man ja allgemein nicht Cold Turkey. Dann kann ich sagen, man hört jetzt komplett auf. Man kann aber für mein Erachten dann auch nicht sagen, man kann jetzt komplett, ich verzichte ab heute auf das, auf das, auf das, auf das und ich werde jetzt nur noch drei Salatblätter pro Tag essen und so weiter, einfach um dort entweder einerseits in Form zu kommen, Gewicht zu verlieren, aber auch andererseits, um seine Ernährung vernünftig dann umzustellen. Ist, glaube ich, auch dieses Wort Diät, was im Deutschen benutzt wird, das, glaube ich, ist hier hat ein bisschen die falsche Bedeutung dann bekommen. Das, in Amerika, das Wort Diet, also wie hier dann Diät geschrieben wird, das steht nicht dafür, dass man irgendein Abnehmplan oder reduziertes Essen und so weiter dann dort hat, sondern Diet steht da eigentlich konkret für Ernährungsplan oder Ernährungsart sozusagen. Ne? Also wenn du einen Amerikaner fragst, hey, what diet are you on? Das heißt dann eben nicht, ey, womit willst du hier gerade abnehmen, sondern was sind denn deine Essgewohnheiten und wie ernährst du dich allgemein? Und ich glaube, das ist es auch das, was eher dann greifen kann, um sich dann langsam von dem Griff des Fast Foods dort wegzumachen. Solche Sachen wie bei McDonald's oder Burger King und so weiter, die können durchaus lecker sein, aber ich habe dann beispielsweise, als ich dann angefangen habe, bei mir war es dann so gesundheitlich irgendwann so weit, wo es anderen auch gesagt habe, ey, das geht eigentlich immer weiter, ich fühle mich dann auch nicht wirklich wohl bei dem allen dort hier. Und auch wenn der Körper oder das Hirn sowas sagt, der Körper verlangt dann nochmal nach dem Fastfood, musste ich dann erstmal Wege finden, wie ich das einigermaßen sozusagen in der Waage dann halten kann. Ne? Wie kann ich das so machen, dass ich nicht auf so viel verzichten muss, dass ich sofort umklappe, wenn dann irgendwie was ist? Ja? Man kann ja sagen, ey, ich habe einen starken Willen, ich werde sofort auf alles verzichten. Dann wird der Drang von außen aber, der hat das Verlangen nach, ah, eigentlich können Sie jetzt schon einen Burger essen oder die Tüte Chips, das wäre ja auch dann ganz geil oder so, ne? Das kann man oder das konnte ich zumindest nicht so leicht machen. Also vollkommener Respekt gegenüber den Leuten, die dann einfach so den Schalter umlegen können und dann auf einmal sagen, ich verzichte auf das und das und das und das und ich mache dann das und das und das und das hier. Dass ich versucht habe, zumindest was dann die Einnahme von Junkfood,
Und aber auch, also die Einnahme von Junkfood zu reduzieren, aber auch die eigentliche körperliche Bewegung zu erhöhen oder zu maximieren, dass sozusagen das dann nicht auf einmal so stufenweise es gewechselt ist. Ja, hier Junkfood, hier Junkfood oben, Bewegung hier unten, dass ich auf einmal so das dann hier mache, sondern dass es eher so langsam dann funktioniert, dass man quasi dann irgendwie sich dann erstmal angleicht und dann gefühlt irgendwann der Junkfood-Konsum runtergeht und der Bewegungs- oder die Bewegung dann irgendwie dann hochsteigt. Ich habe es bei mir dann so gemacht, dass ich natürlich dann, wo ich dann nicht wirklich trainiert und sowas dann gewesen bin, ich konnte jetzt nicht losgehen und sagen, jetzt läufst du mal 10 Kilometer, jetzt läufst du mal 1 Kilometer, konnte ich nicht sagen, da wäre ich ja halbtot umgefallen und so weiter. Was ich dann aber gemacht habe, war zum Beispiel, dass ich nachmittags seinerzeit gearbeitet habe, das ist jetzt mittlerweile auch seine 10, 15 Jährchen und so weiter her, und da habe ich zum Beispiel dann vormittags dann mal die Gelegenheit genutzt, mal für eine Stunde spazieren zu gehen oder sowas, zumindest mal ein bisschen an die frische Luft, ein bisschen mal Musik hören, seine Gedanken sortieren und so weiter, bevor man dann in den Tag startet. Und zumindest war das ein bisschen was an Bewegung, was man festmachen kann, sozusagen, ey, du hast dich körperlich ertüchtigt und so weiter. Um dann im Gegenzug, okay, das habe ich jetzt vor allem, weil man das ja vorher am Anfang des Tages macht, da habe ich schon mal meine Arbeit geleistet. Jetzt kann ich mal gucken, wie wirst du dich über den Tag dort ernähren oder was machst du dann? Und was ich da gestartet habe und was ich auch heute noch mache, es ist nicht so, dass ich auf sehr viele Sachen verzichte in meiner Ernährung. Ich esse eigentlich von vielen verschiedenen Sachen was, aber was ich mache, es ist auf den Kaloriehaushalt sozusagen darauf zu achten. Also nicht, dass ich sage zum Beispiel, also dass ich konkret darauf hingehe, ich mache jetzt diese Atkins-Diät, dass man nur Fett zu sich nimmt, aber keine Kohlenhydrate, oder ich gucke dann auf Eiweiß und wie diese Korrelation dann und nach Möglichkeit bitte überhaupt keine Kohlenhydrate und so weiter. Das hätte bei mir nicht funktioniert, weil es dann wieder so ein Mangel dann geherrscht hätte im Hirn vor allem, der dann verlangt, hey, jetzt hast du bist daran gewöhnt, dass du dein Brötchen am Tag isst, das musst du jetzt wieder dann so aufrechterhalten. Und ich habe das zum Beispiel dann graduell ein bisschen runtergedreht. Ne? Wenn ich dann mal gefühlt 2 oder 3 Mal in der Woche bei McDonald's gewesen bin, dann bin ich vielleicht dann einmal hingegangen, ne, und habe dann gesagt, okay, ein Burger, der hat ungefähr seine 450 Kalorien oder sowas. Wenn ich bei mir die Grenze dann so auslote und das gegenrechne und wenn ich auf die Waage und so weiter drauf schaue, okay, mit der Bewegung, die ich gemacht habe oder mit dem Sport, mit der körperlichen Ertüchtigung gegenüber dem, was ich an Kalorien damit eingenommen habe, ist es mit dem Gewicht runtergegangen, ist es dann so geblieben und so weiter. Und ich konnte für mich zumindest dann einigermaßen eine Formel herausfinden, wie viel muss ich mich bewegen, wie viel Kalorien können da reinkommen, und dass ich immer noch so ein stetiges Gefühl habe, dass ich einerseits den Körper mehr trainiert habe, dass das Verlangen nach Junkfood dann weniger wird und dass auch der Körperumfang und das Übergewicht dann sozusagen dort runtergeht. Bei mir ist es dann so, dass so meine Kalorienanzahl pro Tag, die schwankt ein bisschen so. Ich mache das auch nicht so nach absoluten Werten fest, aber ich kann meist so zwischen 1000 und 1500 pro Tag dann normal zu mir nehmen. Bei 1500 bin ich dann ungefähr bei dem Maß, wo ich glaube ich dann mein Gewicht halten kann, wenn ich keine zusätzliche körperliche Betätigung oder sowas dort mache. Wenn ich natürlich dann Sport mache, kann ich das dann gegenrechnen, dass ich dann ein bisschen mehr zu mir nehmen könnte. Aber ich versuche dann meinen Kalorienbedarf oder sozusagen die Kalorien, die ich dann zu mir nehme, wo ich dann ganz grob dann im Hinterkopf habe, okay, das ist dann ungefähr so viel und ungefähr so viel. Man kann ja im Kaufhaus oder im Supermarkt mittlerweile schön auf die Sachen dann drauf gucken, wie viel Kalorien oder sowas dann dort drin hat oder was dort für verschiedene Sachen da sind. Dass man es dann so gegenrechnen kann. Und bei mir ist es dann wirklich, wenn ich 1500 habe, wenn ich mal, das schließt natürlich nicht aus, dass ich einen Tag mal mehr esse. Ich will vor allem dann in sozialen Situationen dann jetzt nicht sagen, oh, jetzt sind wir aber gerade hier und ja, jetzt könnte ich dann der Arsch sein und sage, ich wäre jetzt komplett über meinen Kalorienhaushalt dann hinaus und sozusagen, und dann bin ich der Miesepeter, der dann dort am Tisch sitzt. Dann rechne das eben gegen, dann gehe ich ganz normal essen mit anderen Leuten dann und sage dann, okay, dann bist du jetzt hier drüber gekommen, vielleicht isst du morgen mal ein bisschen weniger. Ich versuche das zumindest einigermaßen auszuwählen. Das klappt nicht immer zu 1000%, aber es funktioniert, oder es hat zumindest einigermaßen funktioniert, wenn man das langfristig dann gesehen hat und dann die Diät im amerikanischen Sinne umgestellt hat. Eben nicht, dass es eine Diät ist, wo man dann auf viel Zeug verzichtet und auch auf das Junkfood, woran das Hirn dann noch
gewöhnt und geeicht ist, sondern dass die Ernährung so nach und nach ein bisschen umgestellt wird und dass man ein wenig immer dann knapst und macht und guckt. Das ist dann eben eine Ernährungsumstellung, die auch eine dauerhafte Umstellung dann sein muss. Und dann ist es auch das Abnabeln von Junkfood, wo ich so ich konsumiere zwar heute auch noch hier und da ein bisschen Junkfood, aber das werde ich gleich am Ende dann nochmal ausführen. Aber zumindest dieses Abnabeln, dass der Körper ständig danach schreit, das ist das Wichtige. Ja? Und das muss man bei Essen, für mich war es jedenfalls Gefühl, so graduell immer ein bisschen machen. Das kannst du, glaube ich, nicht dann auf andere Bereiche dann anwenden, wenn du jemanden hast, der Alkoholiker war. Dem kannst du nicht sagen, okay, dann trinkst du eben nur noch eine Flasche Bier oder sowas pro Tag. Bei denen ist es dann eher wirklich so, dass dann Cold Turkey gegangen werden muss. Und dann ist es auch so X auch einfach von einem Moment auf dem anderen möglich. Die haben 5 Jahre keinen Tropfen Alkohol dann berührt und auf einmal ist es dann passiert und dann ist dann der Saufanfall sozusagen dann gekommen und dann ist alles wieder zunichte, was dann gefühlt in diesen 5 Jahren oder sowas dann dort passiert ist. Das kann man zum Glück hier, wenn es ums Essen geht, man kann sich graduell dann davon ein bisschen wegbewegen, weil Essen braucht man ja eh allgemein. Also ist es meist, es hat meist nicht so Ultra-Konsequenzen, wenn man dann irgendwie was ganz Fettiges auf einmal zu sich nimmt oder doch mal beim Junkfood ein bisschen mehr zuschlägt. Man kann es dann kompensieren über einen weiteren Zeitraum. Aber es hilft eben dann nach und nach, sich dann dort abzunabeln. Also je nachdem, um das nochmal so vernünftig dem Kreis sozusagen dann nochmal drumherum zu bringen, was bei mir das Steigern, das langsame Steigern der körperlichen Ertüchtigung und das Weggehen vom Junkfood dann gebracht hat, war, dass ich dann nach und nach dann wirklich weniger Verlangen hatte. Es ist nicht so, dass ich das komplett wegkriegen kann. Ich esse immer noch so gerne die Sachen, wenn ich wollte. Also es ist nicht so, dass ich kann immer noch Pizza essen. Ja? Wenn ich früher als Teenager mir ohne Probleme 3 Pizzen reinpfeffen konnte, das könnte ich heute genauso. Ja? Ich könnte dann sagen, hey, ich habe eine Pizza gegessen, ich habe noch genauso viel Hunger, dann könnte ich noch eine zweite und noch eine dritte dahinter essen. Aber es ist was anderes, eben das Vermögen, dass es noch da ist, aber das Verlangen ist nicht mehr wirklich da, so 3 Pizzen oder sowas dort hintereinander zu essen. Da greift dann auch wieder vielleicht dann auch der Hinterkopf und so weiter. Das sind die Sachen, wie dann das Hirn und der Chemiehaushalt dann heute und sozusagen geeicht ist, dass ich so nach einer Pizza dann sage, das war mir gefühlt aber auch etwa schon zu viel. Und auch wenn man dann auf gewisse Sachen verzichtet, dass da auch vielleicht dass der Kopf einen Trick spielt. Das Verlangen ist zwar da, aber eigentlich die Belohnung, der Geschmack, der dann dabei mit zurückkommt, der ist nicht mehr wirklich vorhanden. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut dann draufgehen, wenn ich früher dann, was weiß ich, so Cola oder Fanta oder andere Limos oder sowas dort normal getrunken habe mit Zucker und so weiter. Ich habe schon vor langer, langer Zeit dann auf zuckerfreie Getränke umgestellt oder dementsprechend dann ganz nur normales Leitungswasser. Sowas dort zu trinken. Wenn ich heute eine normale Cola trinke, klar kann ich es trinken, aber die schmeckt mir nicht mehr so wie früher, weil einfach für mich ist das zu überzuckert, weil ich dann eben eher den zuckerfreien dann Geschmack gewöhnt bin und der Körper trotzdem dadurch, oder zumindest das Hirn, dadurch, dass ich so lange Zeit dann ganz normale Cola getrunken habe, sieht man trotzdem diese Dose und dann, ah, es wäre eigentlich schon ganz geil. Ja? Und dann probierst du es aber und dann merkst du auf einmal, oh, das Hirn hat sich ein bisschen falsch erinnert, der Körper registriert das im Moment so und so. Und eigentlich hätte ich das jetzt hier so nicht trinken müssen, sondern ein normales Glas Wasser hätte dann auch gereicht. Und das Gleiche ist es dann, also ich bin so gut, ich weiß es nicht, wann bin ich bei McDonald's? Alle paar Jährchen gefühlt mal. Ne? Mittlerweile ist es so, wenn ich dann überhaupt noch in irgendwelche Fastfood-Shoppen oder sowas gehe, dann ist es entweder, wenn ich dann auf einer Reise oder sowas bin und man da mal ein bisschen was mal probieren will. Als ich mit Kollege Uke in New York beispielsweise gewesen bin, da muss mal die Gelegenheit ist da, wann willst du das sonst machen? Da gehst du mal zu einer bestimmten Burgerkette und probierst da den berühmten Five Guys Hamburger, um mal zu testen, wie der ist. Oder du gehst dann kubanisch essen, dass da ein Sandwich mal probiert wird. Oder du gehst dann zu Taco Bell, weil ich noch nie bei Taco Bell gewesen bin und hast dann deine mexikanischen Sachen, hast einen Burrito gegessen, der da, was ich vorher noch nie gegessen habe. Das schließe ich mal von da aus, weil das eher dann schon fast die reguläre Mahlzeit dann dort übernimmt. Aber so im, ach, jetzt hätte ich mal wieder Bock, was zu machen, so wie früher, wenn ich vor 15 Jahren oder sowas mit dem Auto dann von der Arbeit nach Hause gefahren bin, da könnte man auch doch beim McDrive anhalten und ich habe zwar ein bisschen was gegessen heute schon, aber ich könnte eigentlich noch, nehmen wir nochmal 2, 3 McRibs mit, ne, und nochmal einen Liter Mezzomix oder sowas, damit man schön am Abend noch ein bisschen was futtern kann. Das ist überhaupt nicht mehr vorhanden.
Ne? Also einfach, mir schmecken die Sachen zwar immer noch. Ich weiß, also mittlerweile durch die, nicht nur durch die Doku, die ich dann erwähnt habe, aber auch allgemein die Erfahrung und was jetzt so in den Lebensmitteln und so weiter drin ist, unabhängig sogar davon, wie das alles hergestellt wird bei McDonald's, Burger King und Co. Ich glaube dann, wenn man sich nochmal vor Augen führt, da gibt es ja auch diverse Dokumentationen, die zeigen, wie das dann in den Schlachthöfen dort läuft und eigentlich, dass da nicht wirklich dann auch das allerbeste Fleisch, und ey, es ist gesundes Fleisch, was dort reinkommt, aber es ist dann nicht unbedingt der Burger, den du isst, oder das Huhn, was du isst, ist nicht nur das und das und das, sondern da sind auch viele zerkleinerte andere Teile drin vom Tier, wo du nicht dran denkst, die dann in diese Form gepresst wurden. Na, wenn du damit dann zurechtkommst, dann kannst du da natürlich das auch dann essen, aber es ist, glaube ich, nochmal ein guter Hinweis dann, oder zumindest eine Sache, die man im Hinterkopf noch eher mitbehalten kann, dann zu sagen, ich verzichte auf das und das und das und das. Aber das Öfteste, wo ich dann mal so bei einem Fastfood Tempel sozusagen gewesen oder so, wenn man dann im Vollsuff, was weiß ich, dann nochmal, jetzt brauche ich unbedingt was zu essen. Und dann sitzen alle beim KFC und futtern irgendwo dort einen Chicken Burger oder was auch immer. Ich glaube, ich bin nie nüchtern bei einem KFC gewesen. Da würde ich auch sonst normalerweise nicht reingehen. Ich brauche auch keinen, oh Gott, kein Bucket voller Chicken Wings oder so. Da wird mir jetzt schon übel, wenn ich dran denke. Aber es ist was anderes natürlich, wenn man dann komplett kaputt und zerstört, dann wieder ein bisschen Energie braucht und es auch ein bisschen was anderes ist dann, wenn man mit anderen Leuten da unterwegs ist. Aber ich habe keinerlei Verlangen, freiwillig in KFC reinzugehen, das bringt mir persönlich nicht wirklich was. Allgemein nochmal, um da auf Ernährung dann dorthin zu gehen. Also dieses Entwöhnen vom Junkfood hat bei mir eher dazu geführt, dass ich zwar immer noch Sachen zu mir nehme. Ich esse immer noch ganz gerne Chips. Ich versuche darauf zu achten, dass es dann eben nicht die ultrafettigen 3 Tüten Chips sind, die dann immer in den großen Portionen da sind. Ich habe leider auch dadurch, dass ich da mal eben als Kind quasi so darauf geeicht wurde, ich kann bei mir nicht wirklich maßregeln, so die Sachen. Ne? Wenn bei mir 3 Tüten Chips im Haus sind, dann kann ich noch so oft dann mir selbst sagen, ja, du wirst vielleicht da mal ein bisschen essen und das, nee, dann sind sie eine Stunde später eigentlich gefühlt weg, ne? Weil sie sind ja da und der Körper will dann sozusagen dann so, oder der Geist sagt, ja, oder die Säfte, die durchs Hirn laufen, die sagen, musst du jetzt essen und so weiter. Ich versuche dann gar nicht erst solche Sachen einzukaufen, weil dann ist zumindest eine gewisse Grenze dann da. Also ich kann bei mir echt nicht viel Essen im Haus dann haben. Mein Kühlschrank ist relativ leer meist und da ist es mehr, wenn ich dann was koche oder andere Leute dann da sind oder gewisse Personen zu besuchen und so weiter, dass da eher Zeug dann reinkommt für das, was ich an diesem Tag dann entweder essen oder zubereiten dann will. Aber darüber hinaus kann ich bei mir einfach nichts dann groß lagern, weil dann auch die Versuchung sehr groß ist irgendwann. Auch wenn ich gar nicht eigentlich wirklich Hunger habe, aber das Potenzial, dass da Schokolade und Chips und dies und jenes und alles irgendwo schnell verfügbar ist, steigert auch das Verlangen automatisch. Ja? Und das ist schwierig. Also, wenn ich dann sowas mache, dass ich, also ich ab und zu mal einen Schokoriegel oder sowas esse oder so ein Corny zwischendurch mal, und ich weiß, okay, das sind 220 Kalorien, das kann ich dann so mal mitnehmen und da dann wegmachen oder da mal ein bisschen so Ofenchips, die mit ein bisschen weniger Fett dann gebacken wurden und gegebenenfalls dann kleinere Portionen dann verkauft werden. Die kann ich vielleicht dann kombinieren mit dem Essen, was ich dann da gemacht habe, dass ich da auf meine gefühlte 1000 bis 1500 Kalorien am Tag dann komme, immer im Hinterkopf so behalten. Oh, jetzt hast du ein bisschen mehr gegessen, vielleicht dann kauft man nicht für den nächsten Tag so viel Chips und so weiter ein. Ich verzichte eigentlich auf nichts. Im Grunde nur jetzt kein direktes Fastfood aus irgendwelchen McDonald's oder Burger Kings. Da brauche ich eigentlich nicht mehr wirklich einkaufen, aber ich versuche es bei mir so zu legen, dass ich keine Monotonie im Essen dann dort drin habe. Wenn ich Fleisch esse, dann versuche ich dann mehr so mageres Butenfleisch oder so zu machen, wieder gegrillt oder gebacken, sowas mit ein bisschen Gemüse noch dran. Es ist erstaunlich, um wie viel besser Gemüse auf einmal schmeckt, als wie man dachte, als Kind dann zu sagen, Gemüse ist super, Gemüse ist fantastisch. Ne? Kann man Zucchinis, Brokkoli, Paprika, Zwiebeln, Zwiebeln sowieso als Grieche, Fleisch und Zwiebeln geht ja sowieso nicht anders. Da kann man echt viel dann sich vernünftig ernähren, Zeug auch essen, was lecker ist und einigermaßen dann mager und so weiter ist. Aber ich versuche es zu variieren. Fleisch eher in Richtung Pute, aber das ist dann der Fleischbedarf, so Kohlenhydrate, dass mal ein bisschen Nudeln oder Reis oder sowas dann so dazu kommen. Ich versuche nach Möglichkeit auf viel Brot zu verzichten, aber ab und zu so alle paar Tage, hey,
Ich weiß, das ist ganz, ganz schlimm. Man darf hier keine Kohlenhydrate mehr zu sich nehmen und Brot ist ja ganz, ganz böse und so weiter. Hey, aber man muss ja nicht gleich die ganze Packung Toast sozusagen essen, oder? Ich würde gar keine komplette Packung Toast erst kaufen, weil ich weiß, dass dann die Versuchung wäre, daraus dann irgendwas zu machen, dann groß ist. Oder ich packe auch keine Packung Toast und dann Scheiben Käse, damit ich schon irgendwie gegrillte Sandwiches oder sowas mache. Oh Gott, dann würden die ja auch sehr schnell weg sein, wenn die hier wären. Ich versuche von allem das zu essen, wo ich Bock dann drauf habe, aber dann eben in Maßen das zu machen. Und jetzt auf solche Sachen wie Chips und Schokolade ab und zu mal ja. Ne? Aber wenn ich dann eher was snacken will, zwischendurch was machen will, dann gehe ich eher auch Sachen, die zwar auch einen ziemlich hohen Kaloriehaushalt haben oder so viel Kalorien sozusagen drin sind, aber dann auch eben in Maßen, sowas wie Studentenfutter beispielsweise. Oder auch, habt ihr vielleicht auch in anderen Videos gesehen, die Sonnenblumen oder Kürbiskerne oder sowas, die dann auch in der Masse, natürlich Nüsse sind sehr fettreich, was es angeht, aber das heißt dann eben nicht, dass man dann 3 Kilo am Tag irgendwie dann in sich reinschaufelt, sondern ein bisschen was hat, wo man dann schnell Energie auch im Kopf reinbekommen kann, aber auch ein bisschen was zum Knabbern zwischendurch drin oder ein paar Reiswaffeln mit Geschmack oder sowas, ne? Die auch ihre Kalorien haben, da auch Maßregeln, was es angeht. Aber nach Möglichkeit versuche ich dort zu variieren. Einerseits, damit es keine Monotonie dann dort gibt, weil irgendwann ist ja jede Ernährung, jede Diät sozusagen dann überdrüssig. Und es ist vor allem auch dann kontraproduktiv, wenn ich beispielsweise dann auf Kohlenhydrate verzichten würde, wenn ich dann Sport machen will. Mache ich eine Ernährung, die komplett auf Eiweiß beruht, wo ich dann hauptsächlich Fleisch dann zu mir nehme und so mageres Fleisch wie dann Puten- oder Hähnchenfleisch, was dann wirklich wenig Kalorien hat und hauptsächlich aus Eiweiß dann besteht und so gut wie kein Fett oder sowas dann dran ist und auch keine Kohlenhydrate dann natürlich. Da kann ich den gefüllten Kalorienhaushalt, dann esse ich eben einen Berg Putenfleisch und habe meine 1500 Kalorien dann gegessen. Nur am nächsten Tag, wenn ich dann Sport machen will oder irgendwas, dann fehlt die Energie dort, weil der Körper kann bei mir zumindest das Eiweiß nicht so schnell in Energie dann umsetzen wie beispielsweise die Kohlenhydrate. Ne? Und wenn ich dann aber am Tag vorher eher dann so 1000 Kalorien durch Nudeln und Reis irgendwie dazu bekommen und dazu noch ein bisschen was mit ein paar Scheiben Putenbrust oder sowas dann mit dazugekommen sind und ein paar so eine kleine, eine halbe Tüte Studentenfutter oder sowas, dass ich dann so auf meine Zahl und so weiter dann dort drauf komme. Auf einmal dadurch Kohlenhydrate kannst du besser umsetzen, der Körper kann besser umsetzen und dann kann ich auch Sport machen, habe Spaß am Sport vor allem und fühle mich nicht demotiviert und sage, oh Mann, jetzt hast du gestern schon gefühlt nicht so viel gegessen und jetzt bist du den Sport auch noch machen und du fühlst dich so, als ob du gleich komplett auseinanderfällst. Es muss dann so einhergehen, dass eben einerseits nicht die Monotonie beim Essen entsteht, aber auch einerseits nicht Mangelerscheinungen beim Körper dann dadurch entstehen. Und wenn ich dann einmal diese Waage für mich gefunden habe, ich versuche mich da auch nicht wirklich sklavisch dann eben wirklich dran zu halten. Für mich ist das im Kopf eher eine Richtlinie. Ich will nicht, dass alles bei mir dominiert wird durch irgendwie, ich denke seit dem letzten Essen an das letzte Mal, aber auch ich denke auch an das nächste Mal, wenn ich dann dort, was ist, wenn meine Gedanken sollen nicht dann irgendwie vom Essen dann dominiert werden, sondern eher, das soll was beiläufig sein, ne? Beiläufig, man hat es im Hinterkopf, das ist auch eine Sache, wo man dann auch natürlich sich darauf freuen kann. Ich esse dann meistens abends was Größeres, das ist auch dann eher so eine griechische Angelegenheit. Wir Südländer, die sind ja auch eher daran gewöhnt, dann abends das große Essen zu essen und nicht zur Mittagszeit. Das finde ich dann persönlich auch für mich auch besser, wenn ich mittags dann ein großes Mittagessen gegessen habe, fühle ich mich einerseits dann total schlapp sozusagen, weil jetzt will der Körper erstmal verdauen. Andererseits aber auch, oh Scheiße, jetzt hast du schon sowas gegessen, jetzt solltest du eigentlich den ganzen Tag über nichts mehr groß futtern und dann, oh Scheiße, aber der Tag ist noch so lang. Ne? Also solche Gedanken sollen dann gar nicht erst entstehen, sondern die Ernährung soll nicht das eigene Leben dominieren, sondern es soll begleitend so da sein, dass ich einerseits dann mein Energielevel aufrechterhalten kann, mein Trainingslevel und so weiter, weil ich benutze das Laufen ja nicht nur, um dann mich körperlich zu ertüchtigen, sondern für mich ist das auch eine mentale Sache. Wenn ich den Spaß am Laufen erhalten kann, kann ich auch schön mal im Kopf mal ein bisschen Luft reinlassen, ein bisschen mal die Gedanken sortieren. Das mache ich nämlich auch dann eben ganz gerne beim Sport und das ist kontraproduktiv, wenn ich beim Laufen keinen Spaß habe, weil ich am Tag vorher Scheiße gegessen habe, also nicht Scheiße gegessen habe, sondern meine Ernährung dann so dann gestaltet habe, dass ich nicht viel Energie fürs Laufen habe. Auf einmal habe ich da auch meinen Ruhepol, den ich da hätte, ne? Wenn ich das dann
versuche zu machen, ist nicht vorhanden. Und dann bin ich weiter frustriert und dann sagt der Körper, ach, jetzt bist du so frustriert, jetzt musst du was essen, damit du dann wieder einigermaßen auf dem Damm bist. Das ist alles kontraproduktive Scheiße. Ne? Ich möchte es nach Möglichkeit zumindest dann so haben, dass dadurch, dass das Verlangen nach schnellem Junkfood einfach so nicht mehr da ist, aber auch normal der Körper dann so funktioniert, im besten Fall so haben, dass ich Spaß am Laufen haben kann, ja, dass ich nicht zu viel zu mir nehme, dass ich nicht jede Sekunde an Essen denken müsste, wenn ich das vernünftig dann zurechtgelegt habe und dass man kein schlechtes Gewissen hat, wenn man dann mal ein bisschen mehr gegessen hat, weil man dann das wieder vernünftig ausgleichen kann. Das ist auch eine beschissene Sache, ne? Wenn man dann auf einmal bis dazu gekommen, ja, okay, jetzt sind wir alle jetzt dorthin essen gegangen, dann esse ich eben die Pizza, ne? Und dann, oh scheiße, aber eigentlich hattest du vorhin schon relativ viel gegessen. Also theoretisch müsstest du jetzt mal losgehen und 20 Kilometer laufen, damit du es wieder abtrainierst oder so. Solche Gedanken sollen gar nicht erst entstehen, dass man ins Hintertreffen dann kommt, sondern das sollte bestenfalls ausgleichfähig sein, damit man auch sein mentales Wohl sozusagen da hat. Ne? Und da darf man Junkfood und Fastfood hat dort seinen Platz, aber eben nicht an der Stelle, dass es wirklich alles dann dominieren kann. Da muss man eben die Waage dann sehr, sehr gut finden. Ich liebe Pizza, ich liebe Burger. Ich habe seit, also was haben wir jetzt heute? Den. Ich habe seit 4 Monaten keinen Burger gegessen und seit 6 Monaten keine Pizza, obwohl ich beide Sachen liebe. Ne? Aber es ist nicht so, dass ich dann aktiv verzichtet habe, 4 Monate lang keinen Burger zu essen oder 6 Monate lang keine Pizza, sondern etwas ist, was ich durch meine Ernährung, durch meinen Kalorien-Intake und so weiter dann irgendwann so aus dem System bekommen habe, dass das Verlangen dafür nicht wieder dann dort entsteht. Ne? Dass ich nicht kurzfristig mal irgendwo dann wo reinbeißen muss. Ja, und ich bin froh darüber, dass das Fastfood zumindest seinen größten Griff bei mir weg hat. Den werde ich nie wirklich dann komplett dann wegbekommen und einen Spaß an Junkfood essen und die kurzfristige Endorphinausschüttung, den kurzfristigen Spaß, den man daran hat, der wird dann auch nicht wirklich dann verzichtet werden. Aber zumindest konnte ich ein wenig dagegen arbeiten, dass ich dann auch in Anführungsstrichen normaler dann essen kann und dass ich mich einigermaßen maßregeln kann, ohne das Gefühl zu haben, dass ich mich dabei geißel oder selber auspeitsche. Okay, dann, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Stelle, das hier mal zu beenden. Ich bin natürlich dann ein wenig wild von Punkt A zu Punkt C hin zu Z und dann zurück zu B und so weiter dorthin gesprungen. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was natürlich jeden von uns betrifft. Also jeder ist natürlich auch von Junkfood umgeben und so weiter, aber was die eigene Ernährung, das eigene Umgehen mit Essen und so weiter dort zu tun hat, ist etwas, was dann, wenn es nicht vernünftig läuft oder wenn man nicht die vernünftige Formel für sich gefunden hat, etwas ist, womit man dann wirklich kämpfen kann oder kämpfen muss. Und das sollte eigentlich nicht so sein, denn das Essen sollte nicht nur einerseits ein lebensnotwendiges Ding sein, sondern es kann auch unendlich viel Spaß machen und kann auch unendlich viel dann zurückgeben, wenn man selbst sich was Vernünftiges kocht oder mit anderen dann unterwegs ist. Oder bei mir kann es teilweise dann die gute Laune entscheiden, wenn ich irgendwo was Geiles gegessen habe, ne, und das alles bei mir so reingepasst. Super, toll, ach, beste Tag ever, ne? Hast du aber im Gegenzug einen guten Tag oder irgendwie so verbracht und dann könnte eigentlich das Einzige, was dann den Tag vermiesen kann, ist ein schlechtes Essen. Und dann isst du irgendwas und sagst, das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Ne? Diesen Aufwand, den ich mir gemacht habe und so viel Zeug, was ich dann zu mir genommen habe, ich hatte keinen Spaß daran. Schon ist der Tag im Arsch und so weiter. Na, das betrifft uns alle natürlich auf die eine oder andere Art. Und ihr könnt mir gerne in den Comments mal reinschreiben, wie sieht es bei euch denn aus? Was habt ihr für ein Verhältnis zu Junkfood und zu Ernährung allgemein? Habt ihr ähnliche Geschichten wie ich dann sozusagen durchgemacht, was jetzt so Übergewicht angeht oder je nachdem, wie man da rein, wie man da wieder rauskommen könnte? Habt ihr Probleme gegebenenfalls damit? Zum Beispiel, ich habe natürlich keinerlei Erfahrung, weil ich eher dazu tendiere, dass ich körperlich dann mehr in mich aufnehme und speichere, was Essen und Fett und alles dann dort aufnimmt. Aber auch Leute, die dann essen können, was sie wollen, aber dann auch wirklich kein Gewicht auf die Rippen bekommen. Ja? Und das nicht im positiven Sinne dann dort gemeint. Ne? Sag, ach, guck mal, der kann ja seine 3 Pizzen und 8 Snickers-Bars am Tag dann essen und wird einfach nicht dicker. Es gibt genug Leute, die dann auch an so einen Metabolismus haben, dass sie dann, dann gefühlt einfach nicht genug Muskel dann aufbauen können und alles drum und dran und dann essen können, was sie wollen und trotzdem aussehen wie ein Stück Papier. Ne? Und das kann ich mir
Da stelle ich mir genauso vor, dass es dann auch genauso auf die Seele und aufs Gemüt und auch auf die Gesundheit dann gehen muss. Ne? Kann man versuchen, was man will, und kriegt trotzdem nicht mal hier so einen Mückenstich auf dem Arm oder sowas drauf. Das kann dann genauso sein. Also ihr könnt mir gerne mal eigene Erfahrungen, eigene Geschichten, eigene Erkenntnisse gerne mal in die Comments reinschreiben. Mich würde interessieren, ob ihr dann auch dann einige interessante Sachen zu berichten habt. Okay. Das war's dann heute mit dem Gedankensprung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir sehen und hören uns gegebenenfalls beim nächsten Mal. Bis dann.